Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Nähe dieser Kuppelstadt. Aber hier vorne sind auch noch ein paar Leute, die sich schon so lustig unterhalten haben am Ende der letzten Folge. So eine irre Ziege. Wenn ich etwas als Kunst bezeichnen würde, dann diese Kuppel. Ein wahres Meisterwerk der Technik. Das nervt. Man weiß es nicht. Lass mich damit in Ruhe. Runter. Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Ja, was er wohl hier macht? Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Wenn die falschen Leute Wind von euren Plänen bekommen... Das passiert sowieso nicht. Die Kleriker hören nur das, was sie hören wollen. Oh, ich möchte auch in die Stadt. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Nein. Da du kein Outlaw bist, würde ich es an deiner Stelle erst einmal versuchen. Wenn er dich wegschickt, dann komm wieder zu mir. Ich wüsste vielleicht, wie du hineinkommst. Das ist allerdings mit etwas Risiko verbunden. Okay. Ja gut. Was ist mit dir, Outlaw? Jetzt nicht. Ich verstehe. Wie soll das alles nur enden? Oh, hallo. Hey, du. Outlaw. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Nein. Gibst du mir dein Schwert? Und deine Zigarette? Und so eine deine irre Kleidung? Ziege. Die Sonnenbrille hätte ich auch gerne. Und... Meinst du wirklich? Okay, dann finden wir bestimmt noch irgendwo... Erstmal was trinken. Genau, was zu trinken. Und ein ruhiges das Plätzchen. Ich, oh. Gar nicht wissen. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich kenne den Typen nicht. Oh, ist ehrlich. Ich habe gehört, er wurde bestohlen. Hey, du. Jetzt nicht. Okay. Wenn nur die Alps nicht wären. Moment mal, wollen wir schlafen? Die haben ja richtige Betten hier. Und Schlafsäcke. Und verschlossene Truhen, wollte ich Wenn sagen. Wenn das jemand hört. Bist du dir sicher? Das nervt. Ist das dein Ernst? Interessant. Ist sie wirklich so leichtgläubig? Ja, nee. Wir nehmen die mit hier als Begleitung. Komm mit. Ah, die kommt nicht. Erstmal was trinken. Gut. Die Vogelscheuche lassen wir da oder nehmen wir die mit? Vogelscheuche. Nein. Die haben sie aber auch zurecht gerupft. Na gut. Oh, da wird geleuchtet. Ach, der lässt uns bestimmt rein, der ist doch nett. Drohnen sind auch drin, hoffentlich schießen sie nicht gleich. Halt, keinen Schritt weiter. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Lass uns durch. Wenn ich euch kennen würde, vielleicht, aber dem ist nicht so. Woher bekommt man wohl so eine Zugangskarte? Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Wir fragen ihn mal nach den Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xarkor, dem Eisland im Norden, befinden.
Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst, Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Ja, dann wüssten wir doch gerne, wie lange das her ist, dass er gen Norden gezogen ist. Warum eigentlich Richtung Norden? Wir wollen auch nach Norden. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xarkor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexitoren aufnehmen, oder? Nein. Ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Wie nett. Halt! Keinen Schritt weiter. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Ja, wie schön, dass du nichts aus der Stadt brauchst, Falk. Komm, wir hauen hier ab. Die ticken doch nicht mehr ganz richtig. Die und ihre Stadt und ihre wunderschöne Kuppel. Dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignadon aktiviert. Aha. Guck an. Gleich zwei mit einem. Das passt. Händler sind auch keine mehr da. Naja, dann gehen wir mal gucken, was der da an der Brücke macht da hinten. Wir müssen sowieso so ein bisschen in die Richtung. Also ganz Norden ist es jetzt schon nicht mehr, wie man sieht, oben. Aber fast. Wir können, glaube ich, auf der Straße bleiben. Da sind wir doch auf der sicheren Seite. Freund oder Feind? Freund oder... Der ist nett. Der hat hier schon eine Ratte getötet, also der wird nett sein. Ah, der hat auch sein Zepter oder was dabei. Hey, du. Hey, warte mal. Bombi. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Nein, aber Hunter haben wir gesehen. Ray? Kenne ich nicht. Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Gibt es Geld dafür? Was zahlst du für eine Information über Ray? Du nimmst besser den Mund nicht so voll. Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Schädel nicht verbeule. Ja, schon gut. Ich klaue deine Ratte. So, schon geschehen. Das hat er jetzt davon. Da vorne ist irgendwas mit drei Beinen oder so. Da unten ist auch noch irgendetwas. Oh, Kürbisse und so. Noch eine Vogelscheuche. Ja, sogar die Pflanzen. Kürbisse, echte Kürbisse. Pflanzen. Die runden, großen Blätter da. wollen wir da runter und mal gucken, was die da so machen? Ah, das sind alles Ablenkungen. Wir wissen, da vorne auf dieser Insel, da herrscht ein Kritter. Da wollen wir nicht hin. Aber vielleicht gucken wir doch mal hier unten im Haus vorbei. Ja, gut, schon überredet. Wir müssen sowieso runter, wie es aussieht. Da, Kürbisse. Federvieh. Nichts los hier. Federvieh. Okay, wenn Federvieh hier ist, dann ist alles friedlich, oder? Och.
Ach, das dürfen wir alles einfach so mitnehmen hier. Metallschrott auch und... Ach, so eine Axt. Die sieht viel besser aus als die, die wir haben. Also stabiler und neuer und schärfer und da unten so eine Hacke. Ja, das ist mehr so für die Landwirtschaft alles. Eine kurze Nachricht, da gucken wir aber mal rein. Oh, da unten ist noch was. Da, kein Rucksack, da wollen wir nicht reingucken, na gut. Öllampe, den Ofen können wir nicht benutzen. Nein. Was, was, was? Einen Speer haben wir hier? Ich bin nicht gut genug. Ach, sag das doch nicht immer. Schauen wir mal in die kurze Notiz. Oh, hoppla. Falsche Taste. Die kurze Notiz. Wo haben wir sie? Danke. Entschuldigung, liebe Welt da draußen. Ich hoffe, das läuft hier noch alles. Ja, außer, dass ich jetzt irgendwie meine Leiste sehe unten. Das ist nicht so schön. Okay. Ja, Cortana hat sich angesprochen gefühlt, als ich Notiz gesagt habe. Kurze Notiz. Ja, diesmal hat es nicht geklappt. Allerdings finde ich Cortana auch ganz nützlich, deswegen möchte ich sie nicht immer abschalten. Notizbuch des Anführers brauchen wir jetzt nicht. Ja, kurze Nachricht hier. Mir reicht's. Hab vorhin schon wieder diese Viecher gehört. Die Stadt schickt niemanden. Denen sind wir scheißegal. Ich gehe jetzt selber raus und kümmere mich um das Ungeziefer. Wenn du in der Zwischenzeit zurückkommst und mich suchst, dann findest du mich bei dem eingestürzten Tunnel. Ich werde den Rest unserer Minen nehmen und die Straße dort verminen. Die Viecher mache ich fertig. Bin gleich zurück. Minen also, liebe Welt da draußen. Oh, und was machen wir dann? Wir schlafen hier bei dem Federvieh. Bis zum nächsten Morgen, warum auch nicht? Ausgeruht. Und ist er zurück? Nein, wohl nicht. Vorsicht vor den Minen. Oh, jetzt regnet es auch noch. Eingestürzte Brücke. Ungeziefer. Ja, den wollen wir finden. Vielleicht hat er noch ein paar Minen für uns. Ach so, du Blutkralle. Von wegen Minen. Ah, noch ein Kritter für dich. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, das müsste er schaffen, ja. Ja, dann suchen wir doch jetzt den Nachrichtenschreiber. Sind das seine Minen? Dachte ich erst. Hier sind aber nur... Steine. Das ist ein Stein. Mehr ist das nicht. Na
Na, vielleicht hat er ja hier was vermint. Ich denke mal, so Minen müsste man ja eigentlich sehen können. Eingestürzte Brücke hier. Ist da ins Wasser gefallen? Weil wir gerade so darüber geguckt haben. Also nein, so wirklich, ich sehe hier niemanden. Nicht, dass wir gleich eine Mine auslösen. Aber vielleicht meinte er ja auch gar nicht diese Brücke. Aber was gibt es denn, ups, was gibt es denn sonst noch hier für eingestürzte Brücken? Interessante Kulisse. Interessant, ich finde es total schön hier. Naja, es geht. Voll der Schrotthaufen, oder? Naja, wir schnappen uns den Kritter mal. 5 Punkte? Der kann schwimmen. Ja, es ist ja auch ein Frosch, habe ich doch immer gesagt. Sieht aus wie ein Frosch. Wie du willst. Ach, das heißt, wir müssen gleich dürfen wir wieder schlafen gehen. Kaffee und hier da sowas. Unbrauchbare Verbandstasche. Mit gutem Zeug noch drin. Ach, und hier sitzt man und ich tippe mal drauf, dass er hier geangelt hat, oder? So ordentlich sieht das hier aber auch dann nicht aus. Warum wird gespeichert? Ach, hier ist doch keine kaputte Brücke. In diese Richtung wird er schon nicht gegangen sein, oder doch? Vielleicht später. Oh nein, ein Hornwolf. Aber er steht nur da. Er folgt uns gar nicht. Die ganze Nacht durchgekämpft mit dem Hornwolf. Ein Schakal ist das, gar kein Hornwolf. Na gut. Schakale könnten noch gefährlicher sein als Hornwölfe, wenn man da schon die ganze Nacht durchkämpfen muss. Mag nicht helfen, weil wir treffen bestimmt das Federvieh dann. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ja, zudem würde ich ganz gerne wissen, ob wir auch Punkte bekommen, wenn wir uns raushalten aus dem Kampf.
ein Schakal scheint aber auch ganz schön mächtig zu sein. Ja, 40. Ich bin erstaunt, dass du sowas kannst. Ja, da suchen wir mal weiter hier nach dem Minenleger. Oh, hoppla. Vielleicht ist er darauf gegangen. Bestes Wetter. Ach, hier ist die eingestürzte, unter der eingestürzten Brücke, hat er gesagt, oder? Ist doch niemand. Ja, und hier waren wir doch schon. Ach, und wieder eine Nacht schlafen. Aber Erfahrungspunkte haben wir erhalten. Nein! Ach, so ein Viech ist das. Schon was aus, was? Ja, tut mir leid. Wir müssen noch mal zurück. Wir sind aber auch am Ende der Folge, liebe Welt da draußen. Und vielleicht bei schönerem Wetter am nächsten Tag sehen wir vielleicht doch ein bisschen mehr auch hier. Habe ich da gerade rohes Fleisch irgendwo gesehen? Ah, ich glaube, das war das Federvieh vielmehr. Zum Glück haben wir keinen Hunger oder du... Oh, was für ein Messer. Hey, mit so einem Messer können wir aber auch schon was anfangen. Und das können wir nicht mitnehmen. Es hat sich eingeregnet. Aber schön, wo ist der Regenbogen? Wenn es regnet und da sieht man, dass die Sonne scheint, müsste da doch eigentlich der Regenbogen sein, oder? Kein Regenbogen diesmal. Nochmal. Wir schauen uns nochmal die Nachricht an. So, ich gehe jetzt selber raus und kümmere mich um das Ungeziefer. Wenn du in der Zwischenzeit zurückkommst und mich suchst, dann findest du mich bei dem eingestürzten Tunnel, nicht der Brücke. Aha. Der eingestürzte Tunnel. Schon gut, Schakal. Ich weiß schon. Ach, Moment mal, der eingestürzte... Halt. Das wollte ich gar nicht. Da unten ja wohl nicht, oder? Im Wasser das? Nein, das ist doch nicht eingestürzt. Ah, aber das ist näher als alles andere. Also gehen wir da zuerst mal gucken. Einprägsame Region. Nein, hier ist nichts eingestürzt. Das ist ja nicht mal ein richtiger Tunnel.
Das ist einfach nur eine Röhre. Seerosensammler, du verstehst? Ja, die Richtung, aus der der Schakal kommt, kam. Die Richtung, aus der ja, der Schakal kam. Scheint mir dann doch die richtige Richtung zu sein. Ja, gut, kein Kopfsprung ist nicht tief genug. Bleibt man stecken dann unten im Sand. Ja, gut. Muss man ja wissen. Eingestürzter Tunnel. Ja, Vorsicht vor Minen schon mal. Coole Pflanzen. Hey, wie schön. Auch im Weiß gibt's die hier. Ach, der wird doch zum eingestürzten... Ach, eingestürzter Tunnel. Ah, okay. Na, hier wird ja einiges auf uns lauern. Schakale waren schon mal heftig. 40 Punkte bringen sie. Ratten? Ich finde es auch schade, ich würde lieber helfen, aber die beißt uns einmal und wir sind tot. Und der kann ja viel besser dann mit den Ratten umgehen. Also. Da hinten liegt er, ich sehe ihn doch schon. Was sollen wir machen? Geht doch. Ach. Ah. Schick, schick. Ja, wenn das hier keiner braucht, alles Trockenfleisch und so, dann nehmen wir das alles mit. Eine Brause, Zigarette. Ach, der hat sich das aber gemütlich gemacht hier. So am Lagerfeuer. Ah, gebratenes Fleisch können wir herstellen, zubereiten und Apfelschnaps können wir. Wo haben wir denn die Äpfel her? Da fehlt noch was. Okay. Moment, wofür sollen wir so viel rohes? 10 rohe Fleisch brauchen wir nicht. 5 nehmen wir mal. Und den Rest braten wir schön. Oh, das ging aber schnell jetzt. Hätte ich erst gar nicht mit gerechnet, dass es so schnell geht. Und da liegt er doch da unten. Wo sind die Minen? Haben nicht geholfen gegen die Ratten, was? Er hat sich selber in die Luft gesprengt. Sieht fast danach aus. Feldarbeiter tot. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob wir die Minen finden. Oh, noch ein Toter.
erobert. Ach, das ist er wahrscheinlich. Bier. Ein Bier hat er gehabt. Eine Menge Elixit. Ach, was war das? Ein kleiner Heiltrank. Hat er nicht mehr geschafft. Aber den Krug Bier hat er wohl noch geschafft. Da ist noch irgendwas mit Schwanz. Ui, so eine Spinne oder so. Die gibt bestimmt viele Punkte. Na, bist du bereit, gegen Spinnen zu kämpfen auch? Oder ist das nicht so dein Ding? Die brennen aber ganz schön lange, diese Fackeln. Ja, dein Kampf. Boah, hier kann man ja gar nicht kämpfen, richtig. Genau, uns nach. Seine Fleischgrille, haben wir sie getroffen? Oh, das könnte dauern. Hey, ich bin schon hier oben. Nicht so schnell kaputt. Man sieht gar nichts. Oha. Ja, wirklich, eine Grille. Wie gemein. Er hält schon mal 3 Schläge aus. Wir würden einen aushalten. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Boah, die hat ja gar keinen Schaden genommen. Ich helfe dir. Ja, du musst mit deinem Gewehr daran, also. Wie ruckig sie sich auch bewegt. Oh nein, ich dachte, du lenkst sie ab und wir gucken mal, was sie da hinten drin hat. Oh nein, da kommt sie schon wieder. Lästiges Ding. Boah, nein!
Nein! Ach. So eine Fleischgrille. Ja, gegen die Fleischgrillen, da müssen wir anders vorgehen. Da kommen wir mit Pfeil und Bogen nicht weit. Hier, der Falk kann ja nicht mal gegen die ankommen. Du willst. Kämpft er mit dir? Ja, noch nicht so ganz. Oh nein, die Maus. Auch das noch. Was jetzt? Schon überredet. Gucken wir eben alleine mal hier, was die da so für schöne Sachen hat. Eine Farmerin. Noch so eine. Jetzt kommt die eine von der... Oh, können wir da vorbei einfach? Ah! Ich sag's doch, einmal müssen wir getroffen werden und einmal sind wir falsch abgebogen. Da sind die Minen. Da ist wahrscheinlich so eine... ganze Kiste mit Minen. Aber reinzurennen war vielleicht gar nicht so schlecht. Guck mal, eine ganze Farm ist ausgerottet worden von diesen... von diesen Fleischgrillen. Wir sind nur falsch abgewogen. Wir wären schon weggekommen. Wie du willst. Die Farmerin. Farmerin tot, okay. Schlechter Speicherpunkt, ich weiß. Ein Kampf. Hier kommt man ja gar nicht raus. Der Tunnel ist eingestürzt. Darum heißt er auch eingestürzter Tunnel wahrscheinlich.
Lass dir nichts zeigen. Ich wollte noch wissen, was hier unten so für ein Loch ist, was da so brennt. Ja, wahrscheinlich auch diese Magnesiumfackeln. Naja. Genau, du kämpfst. Kann denn dieses Amulett der Täuschung, bitteschön, in die Ecke getrieben? Lohnt es sich dafür, hierher gekommen zu sein? Wo ist das Amulett der Täuschung? Da drüben! Das ist doch Blödsinn. Wenn wir da reingucken, da gibt's doch Pause normalerweise. Ja, hier wohl nicht. Amulett der Täuschung und dieses Kartenstück. Ja, das hätte ich schon beides ganz gerne. Also sollten wir uns das schnappen und dann schnell wieder raus, oder? Das hat ja gerade ganz gut geklappt. Also direkt bei der Fleisch... Wie heißt das? Fleischkrabbe? Bei der Fleischgrille sind wir ja direkt da nicht gestorben. Nur später hat sie uns angespuckt. Das war das Problem. Oh, hier ist eine Mauer. Ach, nimm doch, nimm. Wieso nimmst du das jetzt? Was muss ich machen? Nimm doch. Wie, nimm das. Renn. Ich habe hier keine Minen gesehen oder so. Wow. Hast du was mitgebracht? Erstmal in Sicherheit. Oh, du bist auch schon da. Wie schnell. Ja, dann gucken wir uns das doch mal an, was die Karte kann. Jetzt in Ruhe endlich mal. Die Karte? Die Karte brauchen wir nicht. Das Amulett. Amulett der Täuschung. Oh, 400 ist es wert. Tierfreund plus 1 und Spruch Geistgestalt. Gegner greifen erst später und schwächere Tiere gar nicht mehr an. Camouflage. Oh, ist das jetzt immer so?
Da weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt jetzt. Und dieses Summen auch immer dabei. Wir entfernen uns von unserem... Ja, aber das bringt ja nichts, wenn die später oder gar nicht angreifen. Dann wir entfernen uns von unserem Ziel, liebe Welt da draußen. Oh doch, das hat doch was gebracht jetzt. Da drüben! Werden wir nicht immer tragen. Die tragen wir nur, wenn wir irgendwo vorbei wollen an irgendeinem Tier oder so. Ach, war schon. Ja, und wir begeben uns lieber wieder auf unseren Weg, liebe Welt da draußen, denn wir kommen immer mehr vom Weg ab und das ist ja auch nicht so richtig. Ich dachte, vielleicht wäre es kürzer, da durch den Tunnel zu gehen, aber das war dann wohl nicht ganz so. Aber interessant, diese Kette, ja. Gut, wenn wir dann nicht mehr so oft angegriffen werden, vielleicht gar nicht mehr. Oder später erst. Doch, doch. Ich finde es schon mal ganz gut. Das Amulett der Täuschung haben wir also erhalten. Gut, ablegen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und natürlich für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!